Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Demo-Test, dieses Mal Skydive Proximity Flight. Und wie ihr hier sehen könnt, geht es um Skydiving und wir haben nur einen Modus zur Auswahl, den wir jetzt auch einfach mal nehmen. Und dann lassen wir uns doch mal überraschen, wir haben auch nur eine Strecke. Bin ja mal gespannt. Ich mag es ja eigentlich in Videospielen immer irgendwie runterzufallen, gerade bei so Sachen wie Just Cause, wo du auf den höchsten Berg gehst und dann einfach mal einen richtig geilen Skydive nach unten machst und so. Habe ich immer sehr geliebt. Ich fand auch bei Black Ops 2, auch wenn es halt geskriptet war und so, dieses eine Wingsuit-Ding gar nicht so übel. So, rollen, hochziehen, stürzen, Adrenalin, oh Gott, ich weiß gar nicht, was das alles ist. Wir machen es einfach mal. Ich will meinen Charakter wechseln. Wow, sind die alle irrsinnig sexy. Shield der. Okay. Na gut, nehmen wir einfach mal den. Wir haben eh keine Wahl. Und starten. So, das ist Adrenalin, okay. Okay, ich verstehe echt nicht so ganz, was ich hier tue, um ehrlich zu sein. Also es scheint überwiegend so ein bisschen Geschicklichkeitsspiel zu sein, wenn ich es jetzt richtig sehe. Ich kenne mich jetzt aber auch nicht so aus, dass ich sagen könnte, okay, es macht mich schneller, wenn ich jetzt da lang fliege oder hier lang oder was. Yeah. Okay, Adrenalin ist wohl der Turbo-Boost. So viel habe ich jetzt schon verstanden. Und man kann Tricks machen. Und damit mehr Turbo verdienen. Allerdings habe ich das Gefühl, das macht mich auch irrsinnig langsam, wenn ich Tricks mache. Ich komme auch an den ersten überhaupt nicht ran. Jetzt werde ich nochmal überholt. Also was auch immer ich falsch mache, ich weiß es nicht. Da hat es mich doch ein bisschen verrissen jetzt. Man darf also mit nichts kollidieren. Das hätte ich mir eigentlich fast denken können. Aber wahrscheinlich ist es hier genauso. Du musst dann halt die Strecke so weit kennen, dass du die ganzen Abkürzungen und sowas dir erarbeiten kannst. So, jetzt holen wir uns auch schön den zweiten Platz. Bam! Aber man sieht echt, dass es jetzt kein Vollpreis-Mega-Game sein soll, also bei der Grafik und so weiter und so fort. Spiel wird fortgesetzt. Fehlgeschlagen, bla 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 bla. Okay. Das war's dann offenbar auch schon. Mehr Auswahl haben wir nicht. Was Neues freispielen konnten wir jetzt in der Demo auch nicht. Und wir haben erst 4 Minuten. Ich gehe nochmal kurz zurück ins Menü. Nein, verpiss dich jetzt, so hässlicher. Da geht leider offenbar gar nichts. Wir beenden mal die Mission. So, es ist offenbar mit Kinect spielbar. Einstellungen. Oh, man kann auch erste Person spielen. Dann würde ich sagen, wir fliegen jetzt nochmal eine Runde. Aber in der First Person. Dann schaue ich nochmal nach, was der ganze Spaß kosten soll und dann gibt es meine Wertung. Aber jetzt machen wir erstmal unseren tollen Dive. Yes. So war das doch schon weitaus mehr Style. Aber auch hier verliere ich gerade wieder alle meine Positionen. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich falle doch einfach nur. Ich bin aber viel zu weit unten. Ey, hier ist ja kaum Platz. Wow. Bam.
Ja, da habe ich ganz schön gefressen, ne? Alter. Also First Person zu fliegen ist tatsächlich. Ja, jetzt. Okay. Alter. Okay, jetzt habe ich mich irgendwo hin manövriert, wo ich nicht mehr rauskomme. Versuchen wir es mal oben drüber. Geht natürlich auch nicht. Doch, geht. Wunderbar. Immerhin, das kriegen wir noch hin. Und wir sind nicht mal Letzter mit der Scheißaktion. Wusch. Aber ich muss trotzdem sagen, so mega beeindruckend finde ich es jetzt nicht. Und ich glaube, wenn ich dafür jetzt Geld ausgegeben hätte, ich würde es dann zwei, dreimal spielen. Fände es irgendwie ganz unterhaltsam, mal so zur Abwechslung. Aber ich glaube nicht, dass mich das jetzt irgendwie so mega langweilig Stange hält, dass ich jetzt sage, oh ey, noch eine Runde und noch eine Runde, ich bin voll süchtig nach diesem Spiel. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und eigentlich sollte ich, wenn ich ein Videospiel habe, schon irgendwie die Motivation haben, da auch mich längerfristig mit zu beschäftigen und auch immer mal wieder dran zu gehen. Also finde ich ein bisschen schade. Das war knapp. Hallo? Wow. Wow, alter Vater, war das knapp, ey. Weil wie gesagt, ich habe ja zum Beispiel bei Just Cause, habe ich stundenlang damit verbracht, mir irgendwelche Punkte auszusuchen, dann irgendwie einen geilen Skydive zu machen oder ein Flugzeug zu entführen und da rauszuspringen und so weiter. Und ich glaube hier, also ich finde eigentlich so Skydiving-Dinger total witzig, aber das langweilt mich eigentlich jetzt schon. Und ja, das ist glaube ich auch nicht so ganz Sinn und Zweck des Spiels. Jetzt kriege ich nochmal minus 2000 Punkte, obwohl die Runde eigentlich schon zu Ende ist. Das ist natürlich auch grandios. Also, so toll finde ich es jetzt nicht. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, was der ganze Fun kosten soll. Ich will die scheiß Mission beenden. Ne, geh mir nicht auf den Geist. Bumm. So, was haben wir denn hier? Gut, also ich sag mal, für 7 Euro kann man es tun, wenn man jetzt der Meinung ist, es ist voll cool. Ich würde es mir nicht kaufen, weil ich es ehrlich gesagt nicht sonderlich toll finde. Ja, dementsprechend hier meine Wertung. Für mich ist es nichts. Es kann bestimmt Leute geben, denen es Spaß macht. Die haben dann auch vielleicht eine Zeit lang Vergnügen damit, aber ich glaube, dass auch die dann langfristig es irgendwann wieder deinstallieren werden. Oder es zumindest nie wieder anklicken. Gut. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, auch wenn jetzt die Folge etwas kürzer war als sonst. Und wir sehen uns mit Sicherheit in einem der nächsten Videos bald wieder. Habt noch einen schönen Tag und ciao!